Und willkommen zu einem weiteren Stream am Freitag. Wir machen immer noch mit unserer Beauty-Reihe weiter. Und wie versprochen, sind wir heute mit Badebomben am Start. Ja. Genau, da fangen wir mal an. Wir brauchen viele Zutaten. Einmal, was man nicht sieht. Es ist, ich kann es euch sagen, es ist Citrus Acid, also Zitronensäure. Nein. Doch, Zitronensäure. Doch. Ist mir so komisch. Da haben wir auch noch im Kleinen. Noch so ein bisschen so ein Rest drin. Lecker. Und dann kann ich euch das auch ein. Citric Acid. Genau, Zitronensäure. Da, andere Seite, gespiegelt. Da steht es auch nochmal. Das brauchen wir als eine unserer Trockenzutaten. Das schüttet mich aus. Der Hauptbestandteil besteht allerdings aus Natronpulver. Dann brauchen wir noch eine Trockenzutat und das ist die Speisestärke von Gut und Günstig, Sponsor. und dann als flüssige Zutat, die das alles ein bisschen binden soll, gibt es Öl. Und da kann man sich entscheiden, ob man das Kokosöl benutzt oder zum Beispiel Mandelöl oder Jojobaöl oder auch Olivenöl. Was man eigentlich ja so im Haushalt normalerweise hat. Genau, und anreichern kann man das Ganze dann noch sehr kreativ mit Lebensmittelfarbe in Form von Pulver oder Gel und zum Beispiel ätherischen Ölen oder auch noch getrockneten Blüten. Wir werden heute alles benutzen. Plus noch Glitzer. Und man auch ja noch ein paar richtig schön glitzert. Aber wir werden jetzt erstmal was. So, diese wunderschöne rote Waage. Ich stelle jetzt mal eine Schüssel. Wollen wir nicht eine größere Schüssel? Nein. Nein. Okay. Dann brauchen wir. Wie viel? Wir brauchen 125 Gramm vom Natron erstmal. Ah. Möchtest du für einen Löffel haben? Ich möchte für einen Löffel. Danke. Okay. Genau, also wir haben jetzt eine sehr große Tüte Natron. Es schneit schon mit Natron. Wo gibt es die denn zu kaufen? Außer im Internet. Weißt du das zufälligerweise? Also in der Apotheke gibt es das bestimmt auch. Und in Drogeriemärkten gibt es Natron oft auch. Okay, also man muss nicht wild im Internet oder mit irgendwelchen Wissenschaftlern sprechen, um Natron zu bekommen. Es ist eine Zutat, die man auch mal in der Stadt kaufen kann, spontan. Ich zeige euch gleich, also Nicole löffelt jetzt gerade Natron in die Schüssel, bis wir 125 Gramm erreicht haben. Und dann zeige ich euch gleich mal, wie das aussieht. Ist einfach eigentlich nur weißes Pulver, sieht ein bisschen aus wie flüssig. Falls jemand schon mal Pulver-Zitronentee getrunken hat, sieht das ein bisschen aus. Heißt Zitronen und flüssig. So einfach weißes Pulver, relativ fein. Mit ein paar Brocken, frech hier. So, dann habe ich Natron an. So, dann mache ich nochmal auf 0 vielleicht. Hallo? Error sagt die Waage. Nein. Jetzt kommt ungefähr 60 Gramm Zitronensäure dazu. So, da haben wir wie gesagt noch den Rest. Den schütten wir jetzt hier dazu. Bis wir 60 Gramm erreicht haben. Upsala. Und ich zeige euch das dann gleich nochmal einfach wieder. Ja, 63 Gramm. Das passt. Ich denke, da noch so ein bisschen. Rein damit. Nein, vergiss den Rest dann noch rein. So, dann ist das jetzt auch leer. Jetzt ist das eigentlich genauso vorher. Es glitzert jetzt nur noch sogar ein bisschen dazu. Ich hätte wirklich meine Finger nicht nochmal lackieren können, das wäre. So, dann brauchen wir jetzt noch die Speisestärke. Ja, also nochmal auf 0. Davon brauchen wir 30 Gramm. Auf. Einen Moment. Die Waage ist schon ein bisschen älter. Und 0. Also dadurch, das werde ich euch gleich auch natürlich wieder zeigen, das sind alles sehr helle und neutrale weiße Zutaten. Deswegen natürlich auch, dass man sich das halt verfeinern kann mit, hier so ein bisschen brüchiger, mit Düften und Farben, damit das halt ein bisschen ästhetischer aussieht, wenn man möchte. Und das werden wir jetzt einmal rühren. Jetzt vermischen wir das erstmal, denn wir werden diese Masse gleich unter uns beiden aufteilen. Ist ganz schön schwer, der Eimer Zitronensäure. Ja. Ich habe aus dem Stuhl gezogen. Vielleicht hat man so eine Seite gesehen. Genau, das muss man jetzt richtig schön ordentlich
Es dauert noch ein bisschen. Es sind zwar alles helle Zutaten und sie sehen ja auch irgendwie alle ein bisschen gleich aus, aber wichtig ist trotzdem, dass man die halt schön kräftig, intensiv zusammenrührt. Ja. Aus dem Verein. Es ist Nicoles Job nebenbei. Rührverein. So, ich wollte gerade mir was geben, aber ich kann die Schüssel benutzen. Genau, du kannst die Schüssel benutzen. Da haben wir ungefähr gleich. So, wir haben das jetzt in der Hälfte aufgeteilt. Ich kann jetzt auch nochmal machen, damit ihr jetzt auch den Prozess ein bisschen seht. Ich will das ein bisschen weiter höher machen. Ist es höher gekommen? Bestimmt. Ein bisschen. Hui. Und du hast noch einen Löffel. Ich habe einen Löffel. Da ist er. Andere Seite. Hier ist er. Hallo, Löffel. So. Und jetzt? Jetzt brauchen wir jeder noch circa 15 Gramm Öl unserer Wahl. Die Waage weggepackt. Wir brauchen die Waage. Mir das. Also ich habe mich für das Mandelöl entschieden. Ja. Fast geruchsneutral. Mhm. 7. 13. 14. Und 15. Ja, sehr schön. Punktlandung. Das vermische ich jetzt, während die Jade ihr Öl einfüllt. Ich fülle gleich. So, ich mache eine Mischung aus Jojobaöl und wo ist es? Das gute Olivenöl. Ich hoffe, dass keine Kinder sich. Jetzt musst du gerade ein bisschen rechnen. Also ich mache da jetzt einfach 7. Wenn ihr Kokosöl benutzen möchtet, dann ist es sinnvoll, das Kokosöl vorher aufzuweichen in der Mikrowelle oder in einem Wasserbad. Wahrscheinlich 9. Ich habe jetzt aber 9 Gramm Jojobaöl und jetzt bis 15 mische ich das jetzt mit Olivenöl auf. Warum, weiß ich nicht. Ich habe einfach ein bisschen Lust drauf. 12. Und ihr seht, ich mache das hier, ich mische mit der Hand. Das ist nämlich viel effektiver als mit dem Löffel oder einer Gabel. 15, genau. So, Waage wieder weg. Weg damit. So, ich stelle euch nochmal ein bisschen höher, wenn ich es hinbekomme. Bestimmt. Und ich versuche es erstmal nochmal ein bisschen mit dem Löffel. Meins riecht nach Olive. Aber ich packe da ja was packe ich da rein? Ein ätherisches Öl. So, ich habe jetzt hier so eine Masse, die ein bisschen krümelig ist. Genau, also es soll keine weiche Masse werden, aber auch nicht mehr zu bröselig, damit sie nachher als Badebombe auch hält. So. Oh, fast über den, ich wollte gerade Tellerrand, über den Schüsselrand. Sehr gut. Es klebt ein bisschen an den Händen. Ich habe es unter Nagel. Vielleicht einfach nochmal Handschuhe oder wenn man es benutzt, einfach die Nägel vielleicht kurz schneiden. Das ist wie Kuchen und Keksteig. Das ist immer dann alles unter den Nägeln. So, meins ist ein bisschen gelblich. Ich denke mal wegen dem Olivenöl. Aber ist auch nicht schlimm. Ha? Ich überlege gerade noch, welchen Duft ich nehme. Ich denke, ich habe mich jetzt für ein ätherisches Öl mit Orangen, also ein ätherisches Orangenöl, entschieden. Davon packe ich einfach nur ein paar Tropfen hier rein. Die hast du nur sauber bekommen. Also entweder das meinen die Hände. Oh, sorry. Ich brauche mal ein Tuch, bevor ich jetzt hier die ganzen Sachen anfasse, weil irgendwie ist meins ein bisschen öliger ausgefallen. Vielleicht brauchst du noch ein bisschen Speisestärke. Ja. So, meins riecht jetzt auch schon ganz orangig. Ich habe so 10 Tropfen vielleicht reingemacht. So, und ich habe mich für Frankincense, wo ist die Kamera? Danke, anderswo. Frankincense entschieden. Ich denke mal, das ist so auf Franken,
Stein, Frankenstein. Einfach so eine Mischung aus allen Düften. Es riecht ein bisschen wie Center Shock. Genau, deswegen habe ich es gewählt. Center Shock Apfel, glaube ich. Ja. Und davon werde ich jetzt auch ein paar Tropfen. Ups, ja, ein bisschen mehr, ne? Sonst riecht nach Olive. Das möchte ich jetzt auch nicht. Passend zum Orangenduft werde ich jetzt hier ein bisschen orangene Farbe reinmachen. Eigentlich hätte ich grün benutzen sollen, wenn ich sage, das ist ja wie Center Shock Apfel, aber. Erstmal 5 Tropfen und dann schaue ich mal, wie sich so entwickelt. Ich struggle hier gerade ein bisschen mit dem Duftstoff. Perfekt. Was ist denn? So. So sieht das jetzt aus. Weiß mit orangenen Punkten. Es ist auch Absicht so, ihr könnt es auch noch weiter mischen, dann wird das ganze Pulver irgendwann ganz orange werden. Ich mag es aber jetzt lieber so ein bisschen gesprenkelt. Ein paar Tropfen gehen, oder? Vielleicht sehe ich auch einfach die Tropfen nicht. Mal kurz Hände waschen. Und los. Ist richtig hypnotisierend fast schon. Die Tropfen dabei zuzugucken, wie sie untertropfen. So, aber jetzt reicht's. Mehr will ich nicht. Und ich hink zwar ein bisschen hinterher, aber ich mache jetzt auch einfach gleich schon Farbstoff mit rein. Und zwar benutze ich so ein bisschen, wo ist die Kamera? Ein bisschen lila. Weil einfach, ich habe das gerochen und irgendwie habe es nach lila gerochen, aber eigentlich möchte ich, glaube ich, grün. Wo haben wir denn die Farbe? Weil wenn das wieder grüne Center Shock ist, und ich glaube, Frankenstein ist auch grün. Ist leider nie. Sorry. Benutze ich jetzt einfach ein bisschen grüne Farbe, ein paar Tropfen. Nicht zu intensiv. Bei mir kommt jetzt noch so ein bisschen ja, rot-rosanes Glitzerzeug rein. Geht's recht. Wie viel hast du denn gemacht? Wie viel? Von der Farbe Hm. so 4 oder 5. Okay, ich habe auch 4 jetzt reingemacht. Und bei der Farbe muss man auf jeden Fall richtig gut rühren, weil es wird halt auch krümelig. Manchmal am Anfang ist es dann einfach nur so ein paar Farbkrümel. Deswegen versuche ich das jetzt mal hier richtig schön reinzurühren. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Glitzer dazu gepackt. Weiß nicht, ob man sehen kann, diese dunklen Krümelchen, die ganz fein, das ist das rote Glitzerzeug. Und gleich kommen vielleicht auch noch ein paar Blüten hinzu. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich mache heute keine Blüten hinzu. Also wenn ich hier meinen Grün vermischt habe, würde ich das schon einfüllen. Einfach, weil ich persönlich das nicht mag in meiner Badewanne. Aber die Blüten sind sehr schön. Also ich war kurz sehr stark am Überlegen, aber habe mich dann doch alles entschieden. Weil ich pule die dann halt eh aus. Dann kommt so die Badewanne, die Badebombe in die Badewanne und dann löst sie sich da auf und dann pule ich meistens das dann eh wieder raus. Oh. Ui, Ui, Glitzer. ja. Hat Glitzer. So, ich habe es dann jetzt geschafft. Besser wird es für mich nicht. Und ich würde das jetzt schon ein bisschen in die Form drücken. Und ich sehe gerade die Masse und vielleicht wird es eine große Badebombe, weil ich habe hier so eine Form. Und die ist halt relativ groß. Wenn ich mir so hier so die Masse angucke, kriege ich vielleicht da und vielleicht noch ein kleines. Genau, ich habe mir hier so eine muschelförmige Wie ich so große Bade? Form ausgesucht. Wir hätten aber auch noch die runden und natürlich kann man aber auch mit den Händen selber was kneten und formen. So, und ich fülle das jetzt einmal mit dem Löffel hier rein. Und drücke das dann immer ein bisschen fest, dass das auch gut hält. Und das mache ich gleich an beiden Seiten. Also wenn die Seite hier gleich voll. Ich glaube, das wird noch nicht mein, oder? Mal gucken, ob das überhaupt eine wird. So. Packe ich jetzt den Rest in die andere Hälfte. Vielleicht. Ich glaube nicht. Oh.
Hoppli. Sehr schön. Mann, jo. Ja, ich hatte auch gehofft, dass es das noch eine zweite wird, in die ich dann auch das Üben rein kann. Aber ich glaube, es wird keine zweite und wenn dann nur eine sehr, sehr kleine. Ich schaue gleich mal. Und Ich ich werde glaube, dann auch ich eine mache. kleine Form haben. Nimmt sich das was von der Größe? Ich glaube nicht, oder? Ich versuche jetzt einfach eine andere Form, weil die andere ist leider zu groß. Aber ich glaube, die nimmt sich jetzt auch nicht. So, meins wäre jetzt hiermit fertig. Als nächstes würde ich diese Form jetzt in den Kühlschrank oder ins Eisfach legen und bis morgen. Also im Kühlschrank würde sie bis morgen bleiben, im Eisfach wird es wahrscheinlich ein bisschen schneller. Stimmt. Wir werden das mal testen. So. Ich muss Kannst jetzt du mir wieder noch eine ganz umfüllen. kleine Form geben, bitte? Ganz klein. Oh Gott, ich hau hier leider so. So, wieder raus. Muss man einfach mal ausprobieren. Ich kann anscheinend keine Mengen einschätzen. Dann mache ich jetzt einfach die Runden. Auch schön. So. So, ich habe jetzt hier eine kleine Menge mit ein paar Blüten versetzt und die kommen jetzt hier in so eine ganz kleine Form. In der Hoffnung, dass das ausreicht. So. Ansonsten nehme ich deinen Rest noch für die Gern. Und andere wie mache ich Hälfte. Ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr rein. Aber sehr rund, sehr Also schön. die Formen sollten schon gut gefüllt werden, denn soll ja später als Badebombe richtig zusammenhalten. Es darf nicht zu locker sein, sonst fällt alles auseinander. Ich versuch's. So, jetzt aber. Was sagen wir dazu? Da sagen wir, da geht noch ein bisschen mehr rein. So, das ist doch schön. Das hört sich nach richtig viel an. Braucht noch was? Ja, genau, das würde ich noch in die andere Hälfte nehmen. Dann habe ich eine halbe Hälfte, Hälfte sozusagen. So, ich drücke die jetzt noch ein bisschen zusammen. Wir haben doch hier noch Also ich habe Gummi, jetzt hier ne? eine Hälfte der kleinen mit meinem Pulver befüllt und die andere Hälfte werde ich jetzt mit Jades grünem Pulver befüllen. Hast du noch mal Frankenstein, was ich was drin? Ich wollte das jetzt eigentlich hier mit dem Gummi zusammen machen, aber das Talent ist gerade wirklich da. Bringt auch eigentlich nichts. Aber es ist da. Okay. So, ich habe jetzt meine kleine Badebombe. Und starre jetzt Nicole dabei an, wie sie ihre zu Ende macht. Ich habe es auch mal gefallen. Riecht auf jeden Fall nach Center Shock. Also ich bin sehr, sehr glücklich. Sehr Ich werde gut. einfach nach Center Shock riechen, wenn ich Sehr da gut. weiterkomme. Ich fürchte, es Und ist ein bisschen wenig. es passt schon. Egal, die Badebombe ist fertig. Wir werden beim nächsten Mal sehen, was daraus geworden ist. Genau. Die legen wir jetzt erstmal zur Seite. Wo ist denn deine Zwecke? Hier an der Seite. Das liegt noch mal hin. Ach, wir können ja einfach mal alle mal hier vorne hinpacken. Man sieht sie jetzt erstmal nur in ihrer Form. Aber genau, aus dieser Grammzahl, die wir jetzt benutzt haben, kamen jetzt halt drei raus in verschiedenen Größen. Also zwei relativ große und noch eine kleine. Genau, also das könnt ihr ja dann auch so als Maßstab nehmen, ungefähr, wie viel ihr braucht, ob ihr dann mehr braucht oder weniger. Genau. Badebomben eignen sich übrigens wunderbar als Weihnachts- oder Nikolausgeschenk für eure Liebsten. Genau, und Weihnachten rückt ja auch schon immer näher. Ich sehe schon Lebkuchen in den Supermärkten. Leichter Druck. Deswegen hat man jetzt schon mal ein paar Geschenkideen, wenn man darauf Lust hat. Und natürlich für den eigenen Gebrauch super. Ja. Genau, das wäre es dann für heute. In der nächsten Woche werden wir einen Lippenbalsam mit Honig machen. Genau, da freue ich mich auch schon drauf. Genau, Super. also macht's gut und viel Spaß beim Nachmachen. Nächste Woche.